Leute, ich war noch nie in Paris. Was bedauerlich ist, weil Paris nur 3,5 Stunden, ich glaube nicht mal 3,5 Stunden mit dem Zug von Köln entfernt ist. Ich wollte schon immer nach Paris. Die Stadt der Liebe. Liebe nowhere to be found. Denn mein geliebter Ehemann ist gerade schon in Paris. Der ist nämlich mit einer guten alten Freundin aus Indonesien für ein paar Tage dahin gefahren. Die beiden haben sich getroffen, um ein bisschen Friends Time zu verbringen. Doch als ich in den Kalender geguckt habe, wäre ich fast aus den Latschen gekippt. Denn diese Woche ist der 7. Juni 2019. Einige von euch werden sich bestimmt erinnern. Am 7. Juni 2018 haben Mikey und ich in einer wundervollen Hochzeitszeremonie auf den Malediven geheiratet, was den 7. Juni 2019 zu unserem Hochzeitstag macht, und zwar zu unserem ersten. Was mich zu dem Entschluss gebracht hat, ich muss Mikey an seinem letzten Tag in Paris überraschen. Ich habe mir eben meine Zugtickets bestellt und den Rest mache ich auf dem Weg. Schon in dem Hochzeitsvideo ging es darum, Freundschaft so zu feiern, wie man es mit ernsten Beziehungen, Liebesbeziehungen macht. Denn Freunde sind eine wichtige Stütze im Leben und Freunde sind die Familie, die man sich aussucht, die einem im Leben begleiten und unterstützen. Und deswegen sollte man sie fucking ehren. Und ihnen alle Träume erfüllen. Mir wird gerade bewusst, dass diese Idee ziemlich psycho ist. Aber ich hoffe, er wird sich trotzdem freuen. Und ich würde sagen, ab nach Paris. Just Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo Mikey lieber ist als, außer vielleicht auf den Malediven, als Paris. Und deswegen will ich zu unserem ersten Anniversary auch was ganz Besonderes machen. Und ich habe ein überkrankes Hotel gefunden, ey. Das einzige Problem ist, es ist halt super, super, super teuer, aber wenn man Placements nicht für solche Erlebnisse macht, wieso dann überhaupt? Deswegen gebe ich mein Geld jetzt einfach dafür aus. Guckt euch das an. Was ist das? Wenn es wirklich so ist, dann Halleluja. Mikey hat mir gerade schon ein Video aus dem Hermes-Laden geschickt. War klar, dass er natürlich da chillt. Ich rufe den gleich mal an oder schicke ihm eine Nachricht, wenn ich am Bahnhof angekommen bin, und dann versuche ich unauffällig seine Location rauszufinden. Oh mein Gott, ich bin jetzt einfach in Paris. Mega geil! Hi Mikey, wo bist du? Was macht ihr gerade? Ich bin auf dem Weg zum Eiffelturm, weil ich da noch nicht war. Kannst du einen Zwischenstopp bei Shangri-La machen? Was brauchst du denn? Sage ich dir gleich, wenn du da bist. Komm einfach dahin und dann, dann ruf mich an, okay? Okay. Okay. Okay, mach ich. Okay. Okay, danke. Ciao. Bis dann. Ich habe ihm gerade geschrieben, er soll mal vor Shangri-La kommen. Oh mein Gott. Bonjour. Bonjour, Monsieur. Hallo. Hallo. Surprise! Hast du vergessen, was diese Woche ist? Our anniversary. Und jetzt rate mal, was ich für uns beide zu unserem ersten Hochzeitstag organisiert habe. Pizza. Disneyland. Es steht noch auf der Liste, ein Zimmer in diesem Hotel. Digga, es kostet 10 Euro. Nein. Man ist nur einmal verheiratet. Nein, ne? Hä? Wie? Und? Willst du jetzt hier pennen oder was? Ja, wir pennen, was wir pennen alle hier. Okay, let's go. Oh.
die Reiche hören. Das ist die Musik, die Reiche hören. Stimmt, das macht irgendwie Sinn. Ich komme gerade einfach nicht. Ey, warte mal, scheiß auf das Zimmer erstmal. Warum bist du hier? Wir hatten die geilsten 24 Stunden unseres Lebens. Natürlich ein extremes Beispiel, aber am Ende des Tages geht es, glaube ich, echt darum, ob es jetzt mit der Liebe deines Lebens ist oder mit deinen guten Freunden, Erfahrungen zu sammeln und Dinge zu erleben und zusammen Erinnerungen zu schaffen. Und damit meine ich nicht, das teuerste Hotelzimmer in Paris zu kaufen. Mikey und ich haben genauso viel Spaß in 20-Euro Hostels in Aachen. Wenn ihr denkt, ich mache nur Highlife, ja, und so, denkt nochmal. Ich habe Mrs. Vlog auch in einem Hostel eingecheckt. Es geht eher um diese Erinnerung. Uns hat aus dem Auto gerade so ein Typ beobachtet. Und er hat uns so angeguckt, gesehen, was wir filmen und hat geschrien, I want this relationship! Und wir dann so, ja, it's fake! Wollen wir ein Herz machen? Oh, sehen wir. Das ist einfach nur ein Kreis. Mikey, I never wanted this. Now I want it. Okay, we do it. Meine Mom nur so. Ihr seid verrückt. Also, mach's gut. Viel Spaß.